Kleines Band, aber ho! In diesem Video geht es um deine Beine und ein knackiges, kräftiges Gesäß. Also lass dich überraschen, los geht's! Liebe Freunde der Gesundheit, starke Beine und ein stabiles Gesäß, ja, haben nicht nur ästhetische Gründe, sondern ja, die tragen uns von A nach B und vor allen Dingen eine stabile Hüfte trägt maßgeblich dazu bei, dass eure Beinachse sauber in den Boden läuft, also wir keine X-Beine oder O-Beine bekommen, der Fuß und das Knie nicht überlastet und das Allerwichtigste ist einfach, ja, ein stabiles Becken trägt eure Wirbelsäule und protectet und schützt quasi den unteren Rücken und trägt präventiv dazu bei, dass ihr gar nicht erst Probleme bekommt. Aber heute geht es einfach um Workout. Das Workout adressiert vor allen Dingen komplett die Beinmuskulatur und die Gesäßmuskulatur. Macht einfach mit, wir lassen es flüssig durchlaufen. Wenn es zwischendrin sehr anstrengend werden sollte, macht einfach kurz eine Pause. Ja, und dann lasst uns beginnen. Wir starten mit dem sogenannten Mini-Band-Walk. Dazu nehmt ihr das Band, das kennen vielleicht auch schon viele. Ich habe dann eine kleine Variante. Ihr macht es vom um euren Fuß, nicht ums Sprunggelenk. Damit kommt die Ansteuerung noch besser aufs Gesäß. Hände in die Hüfte, Knie leicht beugen und wir beginnen seitlich zu laufen. Ihr könnt es ruhig auch noch ein bisschen weitermachen. Bei mir reicht jetzt die Matte und das Kamerabild nicht aus, deshalb laufen wir seitlich. Haltet hier den Rumpf stabil, also nicht so wegklappen, sondern bleibt da ganz fest. Und das wird auch recht schnell anstrengend. Also, wir machen mal noch zwei, drei Bahnen. Füße bleiben ganz parallel. Ganz wichtig, nicht so ausdrehen. Okay, und dann geht es weiter in der Mitte mit Sidekicks, gleiche Position. Und wir beginnen hier seitlich zu kicken und versucht dabei den Rumpf stabil zu halten. So habt ihr nicht nur das Gesäß, sondern auch die schrägen Bauchmuskeln mit drin. Noch 5, 4, 3, jetzt brennt es schon ordentlich im Hintern, 2, 1 und ab. Gut, das war seitlich ziemlich viel. Jetzt geht ihr mit einem Fuß rein in das Band und mit dem anderen Fuß hinten, hofft das sieht man, an euren Fuß und stellt euch jetzt auf ein Bein und wir kicken jetzt so nach hinten oben, wenn das auf der Matte zu wackelig ist, ich gehe mal kurz runter, kickt ihr so nach hinten oben raus und adressiert jetzt komplett eure Beinrückseite und euer Zentralgesäß. Tipp, wenn es doch noch zu wackelig sein sollte, einfach irgendwo an der Wand ein bisschen abstützen und dann kann es auch weitergehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Wechsel. Uiuiui, also wenn das nicht Muskelkater gibt, weiß ich auch nicht. Und wieder loslegen. Kicken und vor allen Dingen aufs Standbein achten, dass das gerade fest im Boden steht. Jawohl. Und die letzten 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Gut, jetzt haben wir seitlich das Gesäß, hinten den Hintern. Jetzt geht es nochmal um die ganzen Beine, bloß den Popo. Das Band nach oben nehmen. Über die Knie. Wir gehen wieder auf die Matte oder ihr könnt euch auch gern mit den Fersen leicht erhöht stellen. Dann kommen wir tiefer nach unten und wir gehen nach unten in die Kniebeuge und entscheidend ist jetzt, die Knie nicht nach innen, drückt sie voll nach außen und wieder hoch. Gut, wir machen 20 Stück. So, die ersten 5 zum Warmwerden und die nächsten 5 zum Reinkommen in die Bewegung. Gut, und jetzt kommen schon die letzten 10. Schön tief nach unten.
9, 8, 7, 6, 5, jetzt wird es knackig, 4, 3, 2 und wer noch möchte, bleibt noch mal unten. Beats, 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Hui! Gut, im letzten Teil gehen wir jetzt nach unten auf die Matte. Gut, die Beine haben jetzt schon ganz gut geschafft. Im zweiten Teil geht es jetzt nochmal speziell um euer Gesäß. Deshalb lasst uns beginnen. Wir gehen nach unten auf die Matte. Gut, für die Übung gehen wir in den Vierfüßlerstand, legen das Band um die Füße und jetzt mit dem rechten Fuß hinten über den Fuß. Drückt fest in die Matte, Bauch fest, also nicht durchhängen. Und dann ein Bein nach hinten oben rauskicken, wie so ein Pferd, was rausschlägt, und wieder nachgeben. Auch hier machen wir mal schöne 15 Stück. Die ersten 5 haben wir schon geschafft. Jawohl. Lasst den Bauch fest. Und die letzten 5, 4, 3, 2 und eine halten und kleine. Und 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Dann geht ihr wieder in das Band. Und bei der nächsten Übung kickt ihr hier nach außen. Auch hier ganz wichtig, Bauch ganz fest anspannen. Das geht nochmal auf das seitliche Gesäß. Plus die schräge Bauchmuskulatur. Auch hier machen wir 15 Stück. Und die letzten 5, 4, 3, 2 und eine. Gut. Und jetzt wechseln wir einfach die Seite. Ich drehe mich einfach mal um. Da bleibe ich zur Kamera. Nehme jetzt den Fuß wieder rein, mich wieder ausrichten, Bauch fest, so viel Zeit muss sein und wir beginnen wieder mit den Kicks nach hinten, da machen wir wieder 15 Stück, also noch 10, 9, 8, 7, 6, halte den Bauch fest. Spannung, die letzten 3, 2 und eine, halten und kleine. Jawohl, nochmal alles geben, das brennt. 5, 4, 3, 2, 1 und ab. Und dann nochmal in das Band gehen. Wieder ausrichten, Wirbelsäule stabil und nochmal die seitliche Bewegung. Hier ist auch wirklich komplex, die Stabilität zu halten, also vor allen Dingen die rechte Hüfte, also das Stützbein, plus die linke Hand und in der Mitte die Wirbelsäule. Gut, die letzten. 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Yep, geschafft. Puh, noch ein bisschen aus der Puste. Ich hoffe, euch hat das kleine Miniband-Workout gefallen. Gebt uns dazu wie immer gerne einen Daumen hoch. Wir verlinken euch noch die Playlist, wo wir einfach mehrere Workout-Filme drin haben. Also gerne auch immer mein Tipp, viel differenzieren, also immer mal verschiedene Trainingsmethoden zu machen. So bringt ihr einfach euren Körper, ja, in Anführungsstrichen maximal durcheinander. Weil wenn man immer das Gleiche tut, ja, dann bleibt es meistens auch gleich, dann sieht er immer gleich aus und das will ja eigentlich niemand, weil das Training soll euch ja im besten Sinne positiv verändern und eure Ziele verfolgen. Deshalb macht gerne verschiedene Workouts und damit euch gar nicht mehr die Motivation fehlt und nichts mehr schief gehen kann, verlinken wir euch auch noch unseren Guide zur bombenfesten Motivation, weil das Wichtigste ist eine strukturierte Planung vom Training, also das heißt, wie baut ihr euren Workout möglichst ein in euren Tag
Und auch wenn ihr wenig Zeit, quasi fast gar keine Zeit habt, da drin geht es um den Guide. Deshalb gerne mal anhören. Ja, und dann freue ich mich auf eure Kommentare und verbleibe mit besten Grüßen, euer Ringo.